Sergius Kovganko aus der Ukraine. Der Punktstand 1:0 für den Bulgaren. Es sind noch knapp anderthalb Minuten zu boxen in dieser zweiten Runde. Es geht heute nur um den Einzug ins Finale. Das heißt also, die restlichen Halbfinals dieser Veranstaltung. Gestern haben sich vielleicht Teil 1 schon gesehen, gestern Nachmittag. Diese Auseinandersetzung nicht ganz so spektakulär. Der Bulgare, der erfahrene Mann, 24 Jahre alt, war bereits schon bei der Weltmeisterschaft 91 dabei. Damals wurde er Dritter. Jetzt der Ausgleich für Kovganko. Strogoff wirkt müder. War in der ersten Runde sehr viel frischer. Offensichtlich konditionelle Probleme. Ende der zweiten Runde. 1:1. In der dritten wird dieser Kampf entschieden. Roth und Julian Strogoff aus Bulgarien. 1:1 der Punktestand. Mal schauen, ob Strogoff sich erholt hat. Ob er nochmal nachlegen kann. Er hat die Kontertaktik gewählt, lässt den Ukrainer kommen. Und hat jetzt auch einen Punkt erzielt. 2:1 die Führung für ihn. Er versucht ein bisschen den Stil von Todorov zu kopieren. Weltmeister im Federgewicht, den wir auch noch sehen werden in einem der Halbfinals. Weicht immer aus, vertraut auf seine Reflexe und dann kommt ein Konter. Das war das 3:1, diese Rechte von Strogoff. Kovganko versucht ihn zu stellen, versucht die Wege abzuschneiden. Aber Strogoff profitiert auch von seiner etwas längeren Reichweite. Der dritte Mann im Ring, das ist Herr Abiev aus Aserbaidschan. Natürlich möchte ich Sie jetzt schon darauf hinweisen, auf unsere deutschen Kämpfer. Wir haben zwei Deutsche heute Nachmittag noch auf dem Programm. Oktay Urkal in der Klasse bis 63,5 Kilogramm und Markus Bayer, ein 71 Kilo Mann. Also darauf können wir uns jetzt schon freuen. Hier dieser Kampf geht eindeutig für den Bulgaren jetzt aus. 5:1 die Führung, wieder eine Rechte, mit der er punkten konnte. Das war der entscheidende Schlag für ihn in diesem Kampf. Jetzt, wo noch 30 Sekunden zu boxen sind. Da jetzt wieder die Ähnlichkeit mit Todorov, lässt auch die linke Führhand fallen. Geht meistens weg vom Gegner, sehr beweglich. 5 Punkte jetzt der Vorsprung vor Ende des Kampfes. Also alles klar.
zu den Bulgaren und ein Tourist kommt ins Finale, denn der Delegationsleiter der Bulgaren hat in Sydney jetzt